So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2. Ich muss ein paar Dinge am Anfang sagen. Erstens, ihr hört vielleicht an der Qualität vom Audio, hat sich ein bisschen was verschlechtert. Liegt daran, dass mein Popschutz nicht da ist, wo er sein sollte. Er ist nämlich nicht bei mir, sondern noch zu Hause bei meinen Eltern. Deswegen habe ich jetzt wieder nur so ein provisorisches Ding hier und das dämpft leider nicht sinnvoll genug die Störgeräusche, wie zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen ausatme, ja, wenn ich hier, das hört man leider. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und wir sind in der neuen Wohnung, deswegen auch bin ich auch schon da. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich ja auch ein etwas anderes Setup jetzt von der Aufnahme, habe wieder meinen kleinen Fernseher. Also nicht mehr der große, der in meinem alten Zimmer stand. Und habe daher auch jetzt 2 Megabit pro Sekunde Internet. Was schlecht ist. Deswegen habe ich die große Befürchtung, dass wir hier zumindest mit dem vernetzten Spiel nicht viel Möglichkeit haben. Ich werde es jetzt einmal probieren und werde mal gucken, wenn es, ich meine, klar muss es nicht direkt an mir liegen, wenn es laggt. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass diesmal ich der Grund wäre, wenn es jetzt laggen sollte. Und dann würde ich mich da auch entfernen. Dafür muss ich aber ein paar Runden spielen. Und gucken, wie viele davon laggen und wie viele nicht. Ich kann es ja leider nicht anders testen. Ne? Das ist das Problem. Das heißt, wir werden jetzt abstürzen. Ich fürchte, wir werden jetzt abstürzen. Weil, klar, wenn es jetzt laggt, kann es ja auch ein anderer sein. Es muss ja nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon hoch. Oh je. Dass das an mir liegt. Das will ich eigentlich keinem zumuten. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 2 Megabit vernünftig spielen kann. Also wirklich nicht. Ich glaube, ich gehe raus. Weißt du, wenn ich jetzt rausgehe, dann schmiere ich direkt, dann kriege ich auch die Punkte abgezogen, ne? Ach, scheiße, ey. Das ist nicht optimal. Das werde wohl ich sein. Dann sollte ich also Multiplayer-Sachen wirklich nur, werde ich halt ab und zu, wenn ich bei meinen Eltern bin, die Switch hier von hier mitnehmen. Und da dann ein bisschen Multiplayer wieder spielen. Aber das hier geht ja überhaupt nicht klar. Einer ist raus. Wer bin ich eigentlich? Bin ich der blaue Toad? Ja, ich bin der blaue Toad. Oh je. Kann ich irgendwo ran sehen, dass ich es bin? Frage. Das hat ja nicht so gut. Oh, tschüss, Luigi. Ich merke nämlich gerade der Ladekringel da unten. Den hatten wir sonst nicht, wenn es geleckt hat, oder? Das heißt ziemlich sicher, dass ich es bin, der leckt. Oder hatten wir den Ladekringel sonst auch, wenn es geleckt hat und ich habe es nur nicht beachtet? Das weiß ich gerade nicht. Aber für mich ist das gerade schon echt ein gutes Indiz, dass ich derjenige bin, wegen dem es leckt. Und es ist halt, wie gesagt, sehr wahrscheinlich. Ach, wirklich. Also das Level ist ungefähr so bescheiden wie meine Internetverbindung. Normal surfen und so, das kann man schon alles, aber man merkt es halt gerade bei solchen Sachen enorm. Und der Upload ist halt furchtbar. Ich bin gespannt, wie ich das hier hochladen kann. Und ob ich das hier hochladen kann.
Weil Upload habe ich jetzt 0,2 oder so. Ich habe schon mal einen kleinen Test gemacht mit einem Video, mit was ich schon mal hochgeladen. Muss ich da rein oder was ist das denn jetzt hier? Ich spring mal drüber. Ist bestimmt falsch, aber was soll's. Hilfe. Schreibt er. Oh oh, kommen wir darüber? Oder sterben wir an der? Ne, wir kriegen sie. Okay. Hä? Das ist Ziel. Oh nein. Oh nein. Aber wir waren zumindest nicht komplett minus. Po Wait, aber da ist die Box. Drü Hä, was macht er? Kann ich da nicht einfach durchlaufen, ohne in die Box zu kommen? Oder muss ich dann den beherzten Sprung über die Box machen? Über die Box! Yes! Oh lol. Da bin ich derjenige, der es leckt und schafft sogar das Level. Das ist frech. Das ist frech von mir. Ah, oh, das ist frech. Oh, ich fühle mich schlecht. Oh, ich fühle mich schlecht. Das ist wie Cheaten. Ja, so geht er in die Box rein. Ich weiß nicht, ob man drunter hätte auch einfach durchlaufen können. Ich glaube, man kann unten drunter durchlaufen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Das wäre auch gegangen. Also dann hat Mario einfach Quatsch gemacht. Dann fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht, weil dann hat Mario einfach Quatsch gemacht. Er hätte einfach durchgekonnt. Okay. Aber wir müssen jetzt wirklich testen. Wir müssen jetzt wirklich testen. Ich muss noch mal probieren. Lag es an mir oder nicht? Wir hatten diesen Ladekringel da unten. Das ist für mich eigentlich ein Indiz, dass es an mir liegt. Den Ladekringel hat man sonst nicht, wenn es leckt, oder? Ich habe den nie gesehen. Ach Mann, warum kann Nintendo das einem nicht einfach mitteilen und sagen, hey, dein Internet ist kacke, spiel bitte nicht mit den anderen. Ich würde es ja nicht machen. Ich will ja nur wissen, ob es an mir liegt. Guck mal, der Ton ist schon weg. Es ist so furchtbar. Komm, jetzt geh raus und sag mir, dass ich gewonnen habe, dass wir hier weiterkommen. Guckt euch die Zeit da oben an, wie langsam die runterläuft. Dass man das nicht einfach überspringen kann. Aber jetzt will ich die Punkte natürlich mitnehmen, die ich gerade gewonnen habe, ne? Ist ja klar. Aber das Level hatte wieder überhaupt keinen Sinn. Das kriegt auf jeden Fall ein Minus. Das wird er auch so ein Minus bekommen. Und ihr hört wahrscheinlich gerade ganz viel Rumgeatme von mir. Das ist gerade, das ist aber, das hat jetzt ja mit der Verbindung nichts zu tun. Das liegt einfach nur daran, weil ich eben das ein neues altes Headset habe. Also ich habe wieder das gleiche, aber es ist, hä, ist mein Ton weg? Ah, bei euch ist der Ton wahrscheinlich noch da, kann das sein? Und der ist nur hier rausgerutscht? Ja, der ist hier rausgerutscht. Upsi. Ihr hattet noch Ton wahrscheinlich. Wait. Habt ihr Ton? Ich sehe, das schlägt gar nicht aus. Hä? Was ist denn jetzt los? Aber in der Testaufnahme hat es den Ton aufgenommen. Ich muss mal ganz kurz kontrollieren. Ich muss mal ganz kurz kontrollieren, ob. Nein, will ich jetzt gerade gar nicht. Will ich jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal ganz kurz kontrollieren, ob es den Ton jetzt gerade auf. Es nimmt gerade keinen Ton auf. Hä, warum? In der Testaufnahme hat es aufgenommen. Hä?
Aber es schlägt nichts aus. Hä, was? Wieso? Was ist denn jetzt falsch? Was ist denn jetzt falsch? Audio? Ja, nee, ich gehe raus. Ich gehe gleich raus. Aber ihr müsstet doch Ton haben. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Okay, jetzt solltet ihr Ton haben. Das war gerade äußerst merkwürdig. Das war gerade äußerst merkwürdig. Und ja, also ich werde hier jetzt in meiner jetzigen Wohnung kein Multiplayer mehr spielen. Das ist. Ich will nicht derjenige sein, wegen dem hier alles laggt. Ja, das ist. Ich muss es testen, keine Frage. Ne? Ich muss es natürlich einmal testen. Aber es ist offensichtlich, dass ich das bin. Und deswegen lassen wir das. Wir können auch so genug spielen, ne, bei Mario Maker. Und ich werde dann halt versuchen, ab und zu mal an Wochenenden oder sowas, wenn ich halt mal zu Hause bei meinen Eltern sein sollte, dann entsprechend vielleicht ein paar Multisachen aufzunehmen. Weil ich will natürlich schon weiter Multiplayer spielen, keine Frage. Jetzt hole ich mir kurz meine Minuspunkte ab. Oder auch nicht. Kriege ich das erst beim nächsten Mal gesagt? Ja, dann ist es ja auch egal. Wir gucken mal, was Neues gebaut wurde. Und spielen einfach ganz normal. Denn das können wir ja. Was nur gerade halt jetzt beim Normalspielen doof ist, ist nur die Audioqualität. Ja, ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören. Und dass es nicht zu sehr stört. Und es dauert halt. Man merkt schon, ne? Man merkt schon, es dauert ein bisschen länger, bis hier alles lädt. Man merkt das schon. Wie gesagt, Surfverhalten an sich ist normal. Ich bin jetzt halt auch nicht der Typ, der YouTube auf Mega HD geguckt hat. Deswegen kann ich mit 480p und 360p ganz normal meine Sachen gucken. Conistar Zeta Auri. Ist das das Level? Und Alina hat auch schon wieder Allroads. Allroads liegt viele Straßen führen nach Rom. Swamp It. Okay, dann spielen wir erstmal die zwei Alina-Level. Denn ich würde dem dann schon gerne einen eigenen Part auf jeden Fall widmen. Als jetzt, ne? Wir haben ja schon 10 Minuten weg. Ich weiß ja nicht, wie lange hat er gebraucht? A Star Full of Cheese and Jank. What? 2 Minuten 7. Aber wir könnten Erster werden. Okay, Trax, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich jetzt in diese Katastrophenaufnahme dein Level packe. Andererseits hätte ich jetzt Alinas Level, das ist auch wieder. Ah. Wir gucken mal. Da muss ich offensichtlich zum Schluss hin. Das heißt, wenn ich da jetzt reingehe, bin ich. Ja, gut, kann ich mich nur umbringen, ist klar. Gut. Ups. Da ist eine Tür, in die ich jetzt nicht reinkomme. Was ich jetzt gerade nicht weiß, ist das jetzt das Level, was ich praktisch im Auftrag in Anführungszeichen gegeben habe? Oder ist das was anderes, was er da gebaut hat? Es ist auf jeden Fall was Interessantes. Insofern ist eigentlich egal, was es ist. Wir werden es auf jeden Fall mal spielen. Oh boy. Okay. Aber gerade eben. Okay,
Okay, gehen wir wieder unten rum. Diesmal lasse ich ihn aber erst durchfahren. Und gehe dann hinterher. Hier komme ich nicht weiter. Oh boy. Mach dich mal weg, Kollege. Der fährt immer noch weiter. Hat jetzt hier einen Mannschaft gekillt. Wait, und hier ist Schluss. Oh, ich hätte schneller sein müssen als er, ja? Aber dann bin ich jetzt lost. Dann kann ich mich wieder nur umbringen, okay. Okay. Gut. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass ich da oben durch konnte? Na gut, hier. Wenn man es weiß, ist ja klar, dann ist man halt einfach schneller jetzt. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Und dann fällt der Quatsch dann nämlich auch nicht runter. So. Macht ihr mal euren Quatsch. Ich mach meinen Quatsch. Okay. Ich muss jetzt hier durch, aber wohin dann? Ah. An den Haken. Und jetzt kann ich nur da rein. Okay. Und jetzt ist hier ein Zorn. Der ist aber irrelevant. Wait, aber ich muss den... Ja, ich soll jetzt aber nicht hier durch die zwei Sägen durchschwimmen, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich kann doch nicht durch die zwei Sägen da schwimmen. Ja. Hä? Ich würde es gern schaffen, es nochmal zu verhindern, dass dieser Switch ausgelöst wird. Hä? Okay. Okay. Gehen wir nochmal oben rum. Da hatte ich bisher mehr Glück. Bis halt auf diesen Sprung hier, den ich verhauen habe. Und der ist halt eigentlich nicht so wild. Okay, und da war eine Tür. Die gehen weiter, die gehen runter. Mist. Okay. Gut, dann gehen wir oben rum, sofern wir es können und dürfen. Ne? Heute dürfen wir nicht.
Aber es muss doch untenrum auch weiter. Es kann doch nicht sein, dass der untere Weg einfach ein kompletter Fail ist. Soweit verstehe ich ja alles. Aber dann habe ich irgendwas verpasst. Wenn ich einen Stachel, Quatsch, einen Hut hätte, so einen Panzerhut, dann könnte ich ja... Oh, das ist wieder ein Wettrennen. Ich muss sehen, wie der den P-Switch da drüben... Ah, verstanden. Okay. Das gibt's da nicht. Wie mache ich das? Das ist irgendwie der Typ da unten. Und wenn ich genug spiele oder so, keine Ahnung, dann wird das nicht ausgelöst. Aber gut, wir haben jetzt ja das hier unten auch verstanden. Insofern ist das schon mal besser. Bessere Voraussetzungen als vorhin auf jeden Fall. Ich habe mich da jetzt bin ich in dieser blöden Ranke hängen geblieben, weil ich nach oben drücke beim Schwimmen. Dabei muss ich das nicht mal hier in dieser Physik. Das nach oben drücken ist hier komplett sinnlos. Jetzt konnte ich einfach durch. Warum? Ist das Zufall? Vielleicht ist es so ein bisschen Zufall. Je nachdem, wo der gerade sich verhält oder so, aufhält, wenn man in den Bereich kommt. Ich weiß es nicht. So. Nein, jetzt ist es schwer! Wieso drücke ich denn nach oben? Aber es würde reichen. Einfach nur in dem Bereich zu sein, wenn er den Manche rausschmeißt. Nice. Genau so. Genau das. So. Dann brauchen wir auch keinen komischen Hut. Okay. Oh, nice. Checkpoint. Da. Und ich kann nur hier hoch. Okay. Jetzt kriege ich hier eine blaue Münze, genau. Eine rote Münze, die erste. Hilfe! Was mache ich denn für einen Quatsch? Ah, okay, er schaltet es sofort um. Das heißt, hier habe ich jetzt nur die Möglichkeit, den hier zu gehen. Wenn ich hier drüben starte... Ne, hier ist ja gar keine Fahne. Ich bin so doof. So, jetzt kann man mal weiterspielen. Wait, kann ich von dem? Kann ich. Ja, ich bin mir gerade unsicher, ob das überhaupt geht. Ah ja. Okay, das habe ich irgendwie schlecht abgeschätzt. No! Nähert sich das Eichhörnchen. Da drüben kann ich nicht rein. Ach Gott, schon wieder so ein großer. Ah, die fallen. Alles fällt runter. Das war jetzt nicht so gut, ne? Ja. Das war nicht so gut. Okay. Aber interessant, was er hier alles schon wieder gebaut hat. Und bisher an sich auch okay zu spielen. Ich stelle mich ja nur doof an. Gut, man weiß halt teilweise nicht, was man tut. Haben wir noch Sound eigentlich? Ja, ich hoffe.
Ah, war das blöd, die ersten 10 Minuten. Es tut mir leid, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass ihr keinen Sohn hattet. Keinen Ton hattet. Aber gut. Hier will ich nicht wieder gegen Möbel schlagen. Das habe ich nur zu Hause bei meinem Schrank gemacht. Hier mache ich das nicht. Das ist eine Mietwohnung, da haue ich nichts kaputt. So. Zack. So, aber wo soll ich denn? Ach, okay. Oh, ja, aber das... Habe ich da mehrere Versuche? Wenn ich jetzt zurückgehe, sind die dann wieder da? Will ich weiter zurückgehen? Es ist ja, ne, hier ist ja nichts. Ist ja alles weg. Ich kann maximal bis hierhin. So, wenn jetzt das nicht wieder respawnt ist, dann muss ich mich immer umbringen, wenn ich das also einmal verhaue. Okay, es ist wieder da. Aber nur der eine. Aber der reicht. Ach, das gibt's doch nicht. Oder muss ich wieder zurückgehen? Wie eine Fliege vorm Gesicht rum. Wenn ich zu viel rede, ist er in meinem Mund. Will ich nicht. Geh weg! So. Okay, und jetzt... Keine Ahnung. Wenn ich den kille... Ach so, ich kille nur den Mann und ihn nicht. Auch interessant. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich den nicht zu weit runtersetze. Weil sonst... habe ich ein ganz anderes Problem. Jetzt muss er ein bisschen weiter runter. Und jetzt können wir da hoch. Eieiei. Interessant. Was ist mit dir falsch? Ach so. Oh nein. Ich dachte, ich muss da rüber, aber ich muss gar nicht. Ich muss hier hin. Und dann da rein. Und dann da hoch. Und da kriege ich jetzt einen Helm. Und hab die zweite rote Münze. Wenn ich jetzt am Anfang wieder bin, irgendwann. Jetzt komme ich hier raus. Aber jetzt ist... Wait. Wenn ich jetzt darüber gehe, dann ist doch das Tor. Nee, ist aber egal. Es ist egal, ob das zu ist oder offen ist. Da waren ja so Pfeilplattformen, die mich durchlassen. Das ist egal. Das ist egal. Ich muss da hoch. Nein! Mist. Ah, Mist. Wir hatten keinen Checkpoint, ne? Ach, Scheiße. Okay, was ist auf der Seite? Ach so, nichts. Oh Mist, jetzt muss ich alles nochmal machen. Okay. War das spielbar eigentlich? Ja, auch den Weg. Und wenn ich ja auch einfach vernünftig hochspringe, sehr gut. Und los geht's. Das da oben ging eigentlich, ne? Weil man sich nicht ganz so doof anstellt. Ist das eigentlich spannend? Ich verstehe den Teil mit den ganzen blauen Blöcken noch überhaupt nicht. Wann sollen die denn mal ausgelöst sein?
Ah. Ist aber eigentlich mir auch gerade egal. Ja, der Teil ist echt simpel. Aber was ist denn, wenn ich jetzt in diese Tür hier reingehe? Wo komme ich denn dann raus? Ich wollte halt zum Anfang zurück. Wegen letzte rote Münze und so. Ich kriege halt dann den Schlüssel. Ich bin dann fertig. Also, was heißt fertig? Ich komme da halt in die Schlüsseltür. Wo auch immer die mich hinführt. Ne? Das weiß ich ja. Nee, verdammt. Okay. Der Sprung hat diesmal zum Glück geklappt. Und jetzt ist sogar der umgestellt worden. Wow. Nein! Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht gerade. Habe ich gerade nicht gemacht. Oh. Ist nicht mein Ernst. Leute, ihr glaubt nicht, wie blöd ich mir vorkomme. Vielleicht glaubt ihr es mir doch. Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, das Atmen und so ist nicht so schlimm. Weil normalerweise wird das eigentlich durch den guten Popfilter eigentlich gut geschützt und weggeschützt. Gut blockiert, aber er ist halt gerade leider nicht zugegen. Könnte ich die Höhe da oben nicht mehr richtig bestimmen. Dann ist es doch ein ganz normaler Drehsprung, den ich mache. Nichts Wildes, nichts Besonderes. Klappt doch ganz normal, aber manchmal macht er komische Sachen. Ich nicht verstehe. Gut. So. Here we go again. Ey, der Tod gerade war halt das... Oh, oh, ich glaub... Wieso ist der denn jetzt so weit um? Ich hab doch auch keine anderen Sprünge als sonst gemacht. Hier, die. Da hat sie doch auch nicht so weit runtergedrückt. Guck mal, jetzt passt es ja wieder. Warum war der denn gerade so weit? Habe ich irgendwo zu oft? Ich hab keine Ahnung. So. Damit kommen wir wieder raus. Entschuldigung. Wir können zum 5000. Mal versuchen, hier nach vorne zu... Wir waren ja im Prinzip vorne. Ich meine, es war das Dümmste, was ich tun konnte. Es tut mir so leid, dass ihr das sehen musstet. Ich schäme mich ja selber. Diesen Sprung, den ich da vorhin gemacht habe.
So, jetzt gibt es echt keine Möglichkeit mehr, dass wir das verhauen. Weil selbst wenn ich irgendwo unten lande, kriege ich ja... Und der ist sogar richtig diesmal. Aber das meinte ich, selbst wenn er falsch gewesen wäre, wäre ich obenrum durchgekommen. Das war genau das, was ich gemeint habe. So, jetzt kann ich mich hier den Schlüssel holen und komme hier durch die Tür. Und das führt mich zum Ziel. Okay. Aber da gibt es doch noch Alternative. Aber ja, man merkt es, gerade jetzt dieser Weg war eigentlich das, was ich so in etwa gesagt hatte. Ne? Man geht nach hinten, man bekommt eine rote Münze, man geht den Weg nach vorne und am Anfang ist das Ziel. Das hat er also eigentlich viel schöner noch umgesetzt, als ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem würde mich jetzt natürlich der Alternativweg interessieren. Dafür muss ich es aber jetzt jedes Mal schaffen, dass ich da oben das Blaue Licht auslöse. Okay. Ich weiß halt nicht, wie ich das beeinflusse. Das weiß ich halt nicht. So. Okay. Und diesmal wissen wir ja, wie diese Teile funktionieren. Ich habe die etwas falsch eingeschätzt vorhin. Jetzt hoffe ich, dass ich das besser mache diesmal. Das wäre mir sehr recht. Ich warte das mal, ich lasse mal ein paar raus. Dann kann ich nämlich den hier machen. Genau. Jetzt gehen wir weiter runter anscheinend. Aber ich hätte gerne einen vor mir und einen gerne hinter mir. Da ist mein Checkpoint. Sehr schön. Da wäre aber jetzt noch eine andere Tür gewesen. Aber vielleicht wird die zum Start zurück. Und jetzt müsste ich in dem blauen Teil der Höhle sein, der andersrum... Oh. Das war jetzt nicht so gut. Gut, ich kriege keinen Helm. Der Helm ist halt auch nur für... den hätte man nicht nehmen müssen. Der ist so praktisch das Power-Up für ihn. Genau, und jetzt ist hier nämlich... Jetzt sind hier die anderen ja ausgelöst. Jetzt hier fallen lassen. Ah. Kann ich das nochmal zeigen, was da in der Tür... Nein, kann ich leider nicht. Okay. Schade. So, wir holen uns aber den Helm, weil ich bin Noob. Aber das finde ich dann cool. Dann hat er nicht nur... Oh. Ja, ich sage ja, ich bin Noob. Dann hat er nicht nur... oh, hi. Geh mal nicht darüber. Ach ja. Dann hat er nicht nur das Level einmal so gebaut, wie ich es vorgeschlagen habe, sondern er hat sich noch mehr, viel mehr selber dazu ausgedacht und noch Alternativwege eingebaut. Also das ist schon cool. Schon ein schönes Level geworden. Jetzt habe ich ja einen Hit. Den wollte ich eigentlich nicht hier... Da wollte ich den eigentlich nicht hergeben. Aber gut. Aber gut. Gut, besser. Wenn ich den Sprung jetzt da unten nicht hinkriegen sollte... Ja, sehr schön. Will ich die überhaupt jetzt auslösen? Ja, komm, machen wir mal. Ach ja, ich muss die auslösen, weil ich brauche jetzt die Kollegen hier.
lieber wieder zwei gewollt, aber ist okay. Aber wie komme ich jetzt... Achso. Direkt einmal durch. Jetzt komme ich da unten dann zu der anderen roten Münze. Das heißt, das ist jetzt genau andersrum. Die eine ist die erste und die andere ist die zweite. Wohin? Ah. Oh nein. Da wäre ich jetzt zu der Münze gekommen. Wait, aber dann ist doch der Weg der schwierigere. Weil dann muss ich ja trotzdem wieder nach oben kommen. Oder? Nur der Teil ist alternativ. Dass ich dann bis zum Start zurück muss? Oder verwechsel ich gerade irgendwas? Ich bin auf der anderen gelandet und ich dachte, ich bleibe auf der drauf. Weil ich muss, glaube ich, wenn ich da unten bin, bin ich dann irgendwie wieder hoch. Ich muss dann das, was ich vorhin hier gemacht habe, auch nochmal machen, oder? Ist jetzt gerade meine einzige Vermutung. Kann aber auch sein, dass ich mich, wie gesagt, irre und es anders funktioniert. Wir werden es gleich wissen. Wir werden es gleich wissen, wie es läuft. Okay, für Leute, die hier den Rekord suchen, die müssten praktisch dann den Helm hier verlieren und dann einfach darüber springen. Das wäre natürlich auch möglich. So. Aber das ist ein bisschen Blind Jump hier. Oh, ich hatte so Angst, dass ich das war. Ach so, nein, ich komme jetzt hier in die Röhre. Aber wenn ich jetzt zu weit rüber gehe, löse ich den Swamp aus. Und dann habe ich das Problem, dass ich den roten Weg hochgehen darf. Okay, aber ich komme hier in die Röhre. Und die führt mich hier hin. Das ist jetzt der Weg, den wir hingegangen sind. Ah, man geht einmal den einen Weg und einmal den anderen Weg zurück. Jetzt hat man hier... Oh, man kriegt aber mehrmals so einen Teil, wenn man es verhaut. Okay. Auch interessant. Aber ja, das ist jetzt dann... Ach, ist das cool gebaut. Da hat er mit durch die On-Off-Dinge hat er das noch ganz anders umgesetzt, als ich mir das überhaupt vorgestellt hatte. Viel, viel besser, als ich erwartet hätte. Wow. Nein! Warum bin ich jetzt so ungeduldig hinterher? Ach, war das doof. Warum musste ich denn jetzt so ungeduldig hinterher? Mist. Aber dann weiß ich, ich kann in der Höhle durchaus den Kollegen hier verlieren. Wollte ich eigentlich jetzt nicht an der Stelle machen. Sondern an der da drüben, wo ich es gerade auch schon gesagt habe, wo es dann ein Speedrunner machen würde. Mist. Das ist ein sehr schönes Level. Muss ich schon sagen. Denn es hat noch viel mehr als was ich einfach, als die Idee, die ich hatte. Da unten haben wir eh nicht mehr getroffen. Entweder wir sterben, weil wir runterfallen. Aber wir können nicht sterben von irgendwelchen Treffern oder so. Ja. Ah, gut. Da hätte ich jetzt... Ja gut, wenn ich da den Helm noch gehabt hätte, hätte ich es noch reißen können. Ja, ist richtig. Ich werde, denke ich, trotzdem den Helm an der Stelle aufgeben, weil mir das zu lange dauert, bis die Viecher da kommen. Na! Super! Ah.
nicht, wie ich es wollte. Ich würde aber... was machen wir denn? Ich würde den Part gerne nicht zu lang werden lassen. Weil ich muss es hochladen. Ich kann jetzt keine Stunde mehr hochladen. Das geht nicht. Da läuft das Ding 6 Stunden durch oder so. Das wird ein bisschen umständlich. Aber auch das kann ich versuchen so zu timen, dass ich immer mal unter der Woche aufnehme. Und vielleicht bin ich dann mal an 1 oder 2 Wochenenden wieder zu Hause. Dann kann ich da ein paar Parts hochladen. Müssen wir gucken. Das ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter jetzt geworden. Das kleine Hobby hier. Aber gut. Darf ich das eigentlich... Okay. So, jetzt nicht den Schwung versauen. Weil den kann man auch, glaube ich, gut versauen. Was macht man eigentlich, wenn man die Münze hier nicht mitnimmt und direkt in die Röhre? Dann ist man einfach doof gewesen. Und hat's verdient. So sieht's aus. Gut. Oh, den, na gut, aber ich krieg ihn halt nicht. Selbst wenn ich jetzt hier den verlieren sollte, könnte ich nicht zurück und den holen. Insofern egal. So, jetzt hoffe ich, dass wir das besser hinkriegen als vorhin. Wo habe ich eigentlich... Hier bin ich gestorben, ne? Ich habe erst den Helm verloren und dann bin ich auch noch gestorben. Das war super blöd. Es war ja super blöd. Ich muss mich ja schämen für so einen Tod. So, jetzt sind da unten die Blöcke anders. Ne? Jetzt kann ich da nämlich durch. Durch die Tür. Und dann komme ich am Anfang wieder raus. Dafür ist die Anfangstür da. Genau. Und dann haben wir die gleiche Situation wie vorhin. Wenn ich jetzt keinen Helm gehabt hätte und gestorben wäre. Ey, genau. Das wär's gewesen. Okay. Dann haben wir alles gesehen von dem Level. Sehr schön. Sehr, ja, gut. Reden wir mal nicht drüber. Dann schließe ich ganz schnell die Aufnahme ab, dass das auch nicht länger wird. Oh nein, es ist ja... Ich muss es ja zusammenschneiden. Das sind ja eben trotzdem 45 Minuten jetzt. Mist. Oh, ich hoffe, der lädt das irgendwie hoch. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es jetzt gesehen habt, hat er es geschafft, es hochzuladen. Und tschüss.